Mit 9 Toren und 6 Vorlagen in der laufenden Spielzeit der Fußball-Bundesliga hat Thorgan Hazard von Borussia Mönchengladbach das Interesse der Konkurrenz geweckt. Unter anderem sollen der BVB und der FC Bayern ihre Fühler nach dem Belgier ausgestreckt haben. Gladbach ist aber wohl nicht gesprächsbereit. Noch vor dem Weihnachtsurlaub soll Gladbach-Coach Dieter Hecking gegenüber Sportdirektor Max Eberl und dem Fohlenvorstand unmissverständlich klar gemacht haben, dass er mit Hazard plant. Das behauptet die Bild, die Hecking mit den Worten „Max weiß ganz genau, wie ich in dieser Frage denke“ zitiert. Zwar soll der 25-jährige Offensivspieler nicht unbedingt den Wunsch hegen, seinen 2020 auslaufenden Kontrakt zu verlängern, bis zum kommenden Sommer will Hecking aber nicht auf seine Dienste verzichten. Gerüchte über erste Gespräche mit dem BVB: Wir haben eine offene, ehrliche, tolle Kommunikation. Thorgan kennt unser großes Interesse, den Vertrag verlängern zu wollen. Gleichzeitig will er natürlich wissen, wohin sich Borussia sportlich entwickelt. Das akzeptieren wir. Wir werden uns im Frühjahr nochmal hinsetzen, äußerte sich Eberl Ende November zur Situation. Zuletzt hörte man aus Belgien allerdings, Gladbach hätte erste Gespräche mit dem BVB aufgenommen. Mehr dazu: Hazardwechsel. Gespräche zwischen Gladbach und BVB. Im Raum steht allerdings auch eine Rückkehr zum FC Chelsea. Dort ließ man Hazard im Anschluss an eine Leihe 2015 für etwa 8 Millionen Euro nach Gladbach ziehen. Die Blues sollen sich im Rahmen des Deals ein sogenanntes Matching Right gesichert haben. Gladbach müsste die Londoner in diesem Fall über eingehende Angebote informieren, Chelsea könnte die Offerten dann überbieten. Laut Bild kommt besagte Klausel jedoch frühestens im Sommer 2019 zum Tragen. Wir brauchen keine Geheimnisse daraus zu machen, wenn wir von Chelsea so einen Spieler bekommen, dann hat Chelsea natürlich für sich die Möglichkeit, in welcher Form auch immer, über diesen Spieler nachzudenken, so Eberl.